Mein Name ist Ralf Pullert, ich komme von der Serie A. Wir entwickeln Logistik-Software auf Basis von Java. Und zuallererst würde ich gerne mal ganz grob abfragen, inwieweit ihr schon mit den verschiedenen Themen vertraut seid, nur damit ich mich darauf einstellen kann und nicht eventuell lauter Sachen erzähle, die ihr alle schon kennt. Wer kennt sich denn aus oder benutzt Spring? Okay, das ist schon gut die Hälfte. Und OSGI? Okay, das sind schon sehr viel weniger. Ich dachte jetzt, das wäre die andere Hälfte, das wäre ideal gewesen. Aber. Und wer war letztes Jahr im Hörsaal 4 bei dem Talk von Matthias Lübken zu Spring OSGI? Ah, immerhin. Ein paar, die sich die Fortsetzung quasi anhören wollen. Letztendlich die Basics, die ich erzählen werde, sowohl zu Spring als auch zu OSGI, wurden eigentlich in dem Talk letztes Jahr schon vorgestellt. Ich habe versucht, das nicht wortwörtlich zu wiederholen auf meinen Folien, aber die Prinzipien sind natürlich dieselben. Und eigentlich, wer das gesehen hat, der weiß schon alles, was ich da kurz vorstellen werde. So. Das zugrunde liegende Thema dieses Talks, auch wenn es im Titel nicht rüberkommt, weil ich eigentlich will ich hier gar kein neues Produkt vorstellen. Ich habe auch mit dem Produkt, wenn man es so nennen will, nichts zu tun, ich will also nichts verkaufen. Ich will das vorstellen, weil ich es für eine sehr spannende Sache halte, die meines Erachtens revolutionär ist in dem Bereich, weil ich gerne vorstellen würde, warum ich das für so interessant halte. Und was daran so spannend ist, ist das Thema Modularisierung. Wenn man mal ganz grundlegend überlegt, warum, also natürlich jeder schreibt seine Software modular. Wenn man jemanden fragt, schreibst du deine Software modular, wird jeder sagen, ja natürlich, klar, ich benutze Prozeduren, ich benutze Klassen, ich benutze Packages, ich benutze OSGI-Bundles oder sonstige Komponentenmodelle. Natürlich macht das jeder, zumindest denkt es jeder. Oder jeder macht es bis zu einem gewissen Grad. Weil letztendlich Modularisierung eigentlich die Triebfeder ist hinter Objektorientierung zum Beispiel. Es ist einfach eine grundsätzliche Voraussetzung für Wartbarkeit von Code und soll in erster Linie der Komplexitätsreduktion dienen und dem Reuse. Das heißt, ich versuche meine Software so zu verpacken, dass ich die einzelnen Module später mal wieder verwenden kann. Ansonsten könnte ich auch meinen Code irgendwie verteilen, auf beliebige Files, ohne die in irgendeine logische Gruppierung zu bringen. Also, dass Modularisierung eine wichtige Sache ist, ist wahrscheinlich jedem klar, auch wenn man noch nicht drüber nachgedacht hat. Es ist einfach eine Grundvoraussetzung, um vernünftig Software schreiben zu können. In Anlehnung an den Talk vom letzten Jahr von Matthias Lübken habe ich mir mal drei Kriterien aufgeschrieben zur Modularisierung oder was Modularisierung ausmacht oder wie ich beurteilen kann, ob ein System modular aufgebaut ist oder wie modular es aufgebaut ist. Woran kann ich sehen, was will ich sehen, damit ich sagen kann, okay, das ist modular und bringt mir auch die Vorteile, die ich gerne haben möchte. Natürlich kann ich auch meine Software in Module zergliedern, die aber keinen Sinn ergeben. Ich habe jetzt mal die Begrifflichkeiten übernommen aus dem Talk vom letzten Jahr, auch wenn die für mich nicht so hundertprozentig offensichtlich sind. Deswegen werde ich auch mal ganz kurz vorstellen, was ich damit meine. Sichtbarkeit ist das allerwichtigste Kriterium. Das heißt,
ich möchte meine Software so schreiben und verpacken, dass ich nachher die Module noch ausmachen kann. Ich möchte nicht nur in meinem Kopf mir Module ausdenken, mir das eventuell sogar merken, was bei mir ziemlich schwierig wäre, sondern ich möchte natürlich auch irgendwo sehen, dass die Module abgebildet werden in dem, was ich produziere. Sonst weiß ja nur ich, was die Module sind. Also auch wenn ich konzeptionelle Module hätte und bilde die nicht ab irgendwie, in irgendeiner Form, dann habe ich nichts davon. Sichtbarkeit bedeutet also, dass die Module oder die Modulgrenzen ersichtlich sind und letztendlich, dass ich deswegen auch die Module verwalten kann. Der zweite Punkt, Dynamik. Da geht es darum, dass ich die Module zur Laufzeit ändern kann, beziehungsweise die Verbindung der Module. Das heißt also, ich will nicht meine Software in Module zergliedern, die einmal irgendwo hinstellen, sondern ich will ja auch was davon haben und idealerweise zur Laufzeit. Der dritte Punkt, Abhängigkeiten, ist wieder ein bisschen offensichtlicher. Wenn ich Software baue, die zwar in Module zergliedert ist, die aber untereinander keine Abhängigkeiten haben, dann habe ich im Prinzip verschiedene Programme, aber die hängen ja nicht zusammen. Deswegen gehört zu einem Modularisierungskonzept natürlich auch ein Konzept, wie ich die Abhängigkeiten zwischen Modulen manage oder beschreibe oder definiere. Und das Problem, auf das ich ungefähr in die Mitte des Talks zu sprechen kommen möchte, zu dem ich jetzt hinführen möchte, kann man eigentlich sehr gut demonstrieren, wenn man sich mal ein imaginäres Beispielprojekt ansieht. Ich möchte jetzt also eigentlich nur zwei Stufen, oder eigentlich ist es nur eine Stufe, vorstellen. Zum einen, oder mein Beispielprojekt sieht so aus, dass ich mir ein Konzept überlege für eine modulare Software und die dann umsetze. Und mir dann angucke, was ist dabei rausgekommen. Auf dem Weg dahin will ich mir zwei Technologien ansehen, die ich dabei verwende. Das erste ist Eclipse und das zweite ist GleichSpring. Und dann möchte ich mal sehen, was ist dabei rausgekommen und wie ist das Ergebnis zu bewerten in Hinsicht auf Modularisierung. Fangen wir an mit Eclipse. Das ist wahrscheinlich jedem hier geläufig. Eclipse besteht im Prinzip nur aus Modulen. Die Module heißen Plugins und Eclipse ist komplett aus Modulen zusammengebaut. Ich kann zum Beispiel in meine Plugin-Verwaltung reingehen und kann die Module sehen. Und ich kann auch in mein Filesystem reingehen und kann auch sehen, da liegen die einzelnen Module, aus denen Eclipse zusammengebaut ist. Wenn ich jetzt quasi Eclipse beurteilen will in Sachen Modularisierung unter dem Aspekt der Sichtbarkeit, dann würde ich sagen, gut, funktioniert, ist da Haken dran. Der zweite Punkt ist die Dynamik. Ich hoffe, ich werde nicht zu theoretisch. Ich komme irgendwann zu einer praktischen Schlussfolgerung. Der zweite Punkt ist die Dynamik. Wenn es euch zu langsam geht, müsst ihr sagen, bitte, ansonsten will nicht, dass hier jemand einschläft. Dynamik, hatten wir gesagt, ist quasi das Verwalten zur Laufzeit von Modulen. Ist auch bei Eclipse gegeben, das heißt, ich kann hingehen, kann zur Laufzeit ein Plugin nachinstallieren, kann ein anderes rausschmeißen, weil ich merke, das funktioniert gar nicht so, wie es soll. Denke ich mal, ist auch jedem eigentlich klar, auch ein Haken dran. Und der letzte Punkt, sind noch Abhängigkeiten. Wer schon mal
in Eclipse irgendein Modul nachinstalliert hat, irgendein Plugin, der weiß, auch da gibt es Abhängigkeiten. Ich kann manche Module nicht installieren, bevor ich eine Abhängigkeit installiert habe. In der Regel drücke ich dann auf den Knopf, wo ich sage, ja, nimm die Abhängigkeiten noch mit dazu und dann wird der ganze Krempel installiert. Also die Abhängigkeiten sind da, sind auch sichtbar und können auch verwaltet werden. Insofern auch hierfür volle Punktzahl. Das ist eigentlich schon mal sehr gut. Könnte man sagen, ja, Modularisierung, ach, abgehakt. Jetzt möchte ich aber wissen, wie kommt Eclipse dazu? Wie schafft Eclipse die volle Punktzahl hier auf meine Scorecard? Und wie wahrscheinlich auch die meisten hier wissen, die darunterliegende Technologie nennt sich OSGI. Und da habe ich jetzt einen kurzen Einschub zu. OSGI nennt sich auf der Webseite selbst The Dynamic Java Module System. Was wir hier schon sehen, sind die beiden Wörter Module und Dynamic. Es geht also auf jeden Fall in die Richtung von dem, was ich eben beschrieben habe. OSGI ist eigentlich keine Technologie, sondern nur eine Spezifikation. Die wird getrieben von der OSGI Alliance und existiert bereits seit 1999. Ist also damit um einiges älter als die Technologien, auf die wir gleich noch kommen werden. Die Spezifikation hat den Hintergrund in Embedded Java Systemen, das heißt Netzwerkdevices, Home Automation, also sowas wie hier, wenn jetzt automatisch das Licht angehen soll, und auch im Automotive-Bereich, also in der Automobilindustrie. Da kommt das Ganze her. Und da sieht man schon, das sind alles Industrien, wo es auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen ankommt. Und zum Beispiel der Automotive, da kommt es natürlich auch auf Sachen an wie Zuverlässigkeit. Das ist also, der Hintergrund ist eigentlich ein ganz anderer als der, in dem es jetzt zum Beispiel bei Eclipse eingesetzt wird. Das hat mit Desktop eigentlich ursprünglich nichts zu tun gehabt. Und es hat noch weniger zu tun mit dem, worauf wir später zu sprechen kommen. Das Ganze, es gibt mittlerweile einen JSR, den 291er, in dem OSGI als Java-Spezifikation verabschiedet werden soll. Das ist allerdings, steht noch in den Sternen, ob das passieren wird. Dazu kann man auch sagen, dass OSGI sich explizit auf Java bezieht. Das heißt, auch die Sachen, wo das Zeug ursprünglich herkommt, das waren alles Java-Anwendungen. Was man jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie erstmal eher nicht denkt. Aber es gibt schon dann BMW, der läuft mit OSGI. Und mittlerweile gibt es sogar OSGI auf dem iPhone. Habe ich gestern noch gelesen. Ach nein, egal. Das Konzept von OSGI. Module werden als Bundles abgebildet. Das heißt, eigentlich erstmal gar nichts. Das heißt, nur in OSGI heißt ein Modul Bundle. Bundles haben explizite Abhängigkeiten. Das heißt, ein Bundle definiert in Metadaten, ich bin abhängig von diesem anderen Bundle da drüben. Zusätzlich zu der reinen Abhängigkeit ist diese Abhängigkeit auch versioniert. Das heißt, ein Bundle kann sagen, ich bin abhängig von dem Bundle da drüben, aber nur von entweder Version 1.0 oder höher oder von Version 0.8.13. Ich kann also sehr explizit angeben, welche Version meiner Abhängigkeit ich haben will. Und darüber hinaus haben diese Abhängigkeiten auch noch eine Kardinalität. Das heißt, ich kann sagen, ich bin abhängig von dem Bundle,
aber oder und ich brauche genau eins davon. Das ist das einfachste 1:1. Ich kann auch sagen, ich brauche das Bundle da drüben in der Version, aber wenn es nicht da ist, ist auch nicht schlimm. Dann wäre das eine 1:0 Kardinalität. Ich kann auch sagen, ich brauche 5 davon oder ich brauche 1 bis 5, also eine Liste von diesen Bundles. Das geht jetzt schon sehr ins Detail, aber das ist einfach ein sehr, der Abhängigkeitsmechanismus ist sehr mächtig. Ich kann das sehr genau sagen, wie meine Abhängigkeit aussieht. Zusätzlich wird in OSGI die Sichtbarkeit der Bundles untereinander kontrolliert. Das heißt, jedes Bundle hat einen eigenen Classloader und kann die anderen Bundles erstmal nicht sehen, sondern nur die, die explizit über eine Abhängigkeit sichtbar gemacht werden. Also es ist nicht so, dass ich erstmal alles sehe über den Classloader, sondern erstmal sehe ich nichts und nur das, was explizit angefordert ist, das wird bereitgestellt. Dann kann ich auch noch die Bundles dynamisch verwalten. Das heißt, ich kann die zur Laufzeit starten, stoppen, installieren, deinstallieren, kann auch die Abhängigkeiten zur Laufzeit anpassen. Ich kann das den gesamten Container managen. Also ich kann die Bundles und ihre Beziehungen untereinander managen. Was jetzt nicht so ganz entscheidend ist, aber ein Feature von OSGI, es gibt sowas wie eine Service Registry. Das heißt, Bundles können Services anbieten und können diese in einer zentralen Registry veröffentlichen. Und andere Bundles können sich die Registry angucken und dann sehen, welche Services gerade angeboten werden von den Bundles, die gerade aktiv sind. Das heißt, wenn die zur Laufzeit verwaltet werden, dann kann es auch sein, dass ein Service plötzlich nicht mehr da ist oder es kommt ein neuer dazu. An Implementierungen von OSGI gibt es eine ganze Menge. Die bekannteste Open-Source-Implementierung, die auch Eclipse zugrunde liegt, ist Eclipse Equinox. Und auf Basis von Eclipse Equinox ist seit der Version 3.0 das Eclipse-Plugin-System aufgebaut. Vorher gab es auch Plugins, die waren aber anders implementiert. Das war eigentlich schon vereinfacht, weil eigentlich ist es so, dass Eclipse RCP, also die Rich Client Plattform, baut auf Eclipse Equinox und auf RCP baut wiederum die IDE auf. Ist halt noch ein bisschen Geschichte, das Ganze. Ist also eine sehr reife und stabile Implementierung von OSGI. Dann gibt es noch Apache Felix und Knopflerfish, auch beide ausgereift und etabliert. Und es gibt noch diverse kommerzielle Implementierungen, die aber für mich und auch ansonsten eher uninteressant sind. Die sind sehr speziell für die Anwendung, Anwendungen derjenigen gebaut, die die auch herstellen. Hier nochmal ganz kurzer Überblick über das, was ich eben gesagt habe. Es passt nicht ganz zu, was ist OSGI, das müsste eigentlich heißen, was ist Eclipse. Equinox, darauf dann SWT, Workbench, drüber die Rich Client Plattform und ganz oben die IDE. Wir haben also gesehen, dass wenn wir uns Eclipse angucken und die Modularisierung, dann sieht das eigentlich sehr gut aus. Und da wir das jetzt wissen, wissen wir auch, es ist möglich, in Java schöne modulare Anwendungen zu bauen. Jetzt setzen wir uns von unsere Eclipse, nachdem wir es uns angeguckt haben, fangen damit an zu programmieren. Dazu benutzen wir Spring. Und auch das wollen wir uns jetzt angucken in Bezug auf die Modularisierung. An der Stelle würde ich jetzt wieder einen Einschub machen, was ist Spring? Oder kennt ihr das Spring? Ich versuche es kurz zu machen.
Spring nennt sich ein Full-Stack Java JEE Application Framework. Das heißt so viel wie Spring kann alles. Das ist entstanden 2002. Der Rob Johnson hat ein Buch veröffentlicht, in dem er über Java EE abgekotzt hat, letztendlich. Und als Beleg dafür, dass es auch anders gehen könnte, hat er eben Beispielcode veröffentlicht. Und daraus hat sich das Spring Framework entwickelt. Das erste Release war dann ein Jahr später, 2003. Und seitdem gibt es verschiedene Versionen. Es hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, war am Anfang recht klein und ist mittlerweile gewachsen, aber nicht gebuchert. Die Firma dahinter, der Rob Johnson hat natürlich erkannt, das finden viele Leute gut, machen wir mal ein Projekt draus. Und dann hat er erkannt, dass das Feedback sehr positiv war und nach wie vor ist. Das hat er gemacht, hat natürlich eine Firma gegründet, die hießen vorher Interface 21, jetzt heißt es Spring Source. Und die verkaufen Dienstleistungen rund um Spring. Das zugrunde liegende Konzept, oder sagen wir so, die zentrale Komponente von Spring ist die Beam Factory. Wie der Name Factory schon sagt, ist das eine Objektfabrik, die verschiedene Komponenten nach dem Inversion of Control Prinzip zusammensteckt zur Laufzeit. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Menge darauf basierende Frameworks, die zu Spring gehören. Das sind in der Regel Adapter für JEE-Technologien, also genau die, über die er in seinem Buch so wenig schmeichelhaft gesprochen hat. Dafür hat er eben Adapter gebaut, um die Arbeit mit zum Beispiel JDBC zu vereinfachen. Klassisches Beispiel ist in JDBC das Try-Catch-Finally-Try-Catch-Pattern. Das heißt, wenn ich sauber JDBC programmieren möchte, muss ich immer aufpassen, dass meine Aktion durchgeht. Und wenn sie nicht durchgeht, muss ich versuchen, die Connection zu schließen, um hinter mir aufzuräumen. Es ist also unheimlich lästig, damit zu arbeiten. Und dafür schafft Spring Abhilfe. Das ist jetzt nochmal ein Überblick über Spring. Da sieht man schon, das ist eine ganze Menge. Wie gesagt, Spring kann im Prinzip alles. Das Wichtigste, wie gesagt, der IOC-Container, dazu habe ich gleich noch eine Folie. Dann gibt es noch wichtige Sachen wie das AOP-Framework für aspektorientierte Programmierung. Und das, was da alles, was an die obere Grenze anstößt, das sind im Prinzip diese Vereinfachungen von JEE-APIs und Integration mit anderen etablierten Frameworks, so wie Struts, JSF und so weiter und so fort. Alles, was in den Augen der Spring-Entwickler relevant ist. Jetzt wollen wir uns Spring unter dem Aspekt der Modularisierung angucken. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Module werden in Spring beschrieben als Beams. Das heißt, in Eclipse hießen meine Module Plugins, in Spring heißen sie Beams. Nicht, dass es dasselbe wäre, aber das ist eben das Konzept dahinter. Die Beams, und das ist das Spring-Programmiermodell, sind plain old Java-Objects. Das heißt, die sollen möglichst wenig Abhängigkeiten haben auf ihre Umgebung. Das heißt, wenn ich, eine Business-Transaktion programmiere, dann möchte ich nicht Abhängigkeiten auf den jeweiligen Transaktionsmanager, den ich später mal einsetzen möchte. Weil ich vielleicht noch gar nicht weiß, welcher das sein wird. Ich möchte
möglichst, dass mein Code unabhängig bleibt vom Rest der Welt da draußen. Beans sind also, oder Spring Beans sind ganz normale Java-Klassen. Und im Application-Kontext, den ich hier hätte erwähnen sollen, werden diese verdrahtet. Das heißt, ich deklariere meine Beans, sage hier, es gibt die Klasse, es gibt die Klasse, es gibt die Klasse und diese Klasse hat eine Abhängigkeit auf diese Klasse. So baue ich meine Anwendung zusammen. Anstatt das im Code zu machen, gebe ich dem IOC-Container diese Beschreibung, die ist typischerweise in XML, geht aber auch anders. Und der IOC-Container geht nachher hin, nimmt sich diese Liste und steckt meine Klassen zusammen, so wie ich das gerne haben möchte. Mit dem großen Vorteil, ich muss es erstens nicht selber programmieren und ich kann es auch nach Belieben umstellen, weil die Abhängigkeiten vom IOC-Container aufgelöst werden. Der kümmert sich auch um die richtige Reihenfolge, damit alles instanziert ist, was benötigt wird, damit ich es irgendwo anders initiieren kann und so weiter und so fort. Es erlaubt mir also, meine Anwendungen in Modulen zu beschreiben und vom IOC-Container zusammenbauen zu lassen. Die Sichtbarkeit der Beans untereinander im IOC-Container kann ich einschränken. Da gibt es so etwas Ähnliches wie Namespacing. Das heißt, wenn ich eine Bean wenn ich eine Bean-Definition in einer anderen Bean-Definition kapsele, dann ist sie nur für die äußere Bean-Definition sichtbar. Und eine andere Bean im Container kann gar nicht in Versuchung kommen, eine Abhängigkeit auf diese innere Bean zu erzeugen. Es geht einfach nicht. Zusätzlich können diese Application-Kontexte nochmal zu einer Hierarchie zusammengefasst werden. Und auch da gibt es wieder eine Sichtbarkeit von oben nach unten, sodass ich da auch kapseln kann. Das heißt, wenn ich mir vorgenommen habe, meine Anwendung hochmodular zu schreiben, indem ich die einmal die Layer splitte und einmal die Feature splitte, dann kann ich das schön in einen XML-File schreiben und weiß dann nachher auch noch, was wohin gehört und so weiter. Ich habe schon gesagt, die Beans deklarieren ihre Abhängigkeiten und werden vom Container dynamisch bei Bedarf instanziiert. Das heißt, wenn ich mir das Konzept angucke, eine Sichtbarkeit kommt vor, Abhängigkeiten kommen auch vor und dynamisch ist auch irgendwie dabei. Das Problem dabei ist, wenn ich das so gemacht habe und dann alles zusammenpacke, zum Beispiel in eine sehr typische, in ein Web-Archive, in ein WAR-File, was passiert dabei? Alles wird zusammengeworfen in einen Klassenpfad. Und auch wenn ich weiß, dass die Beans sich gegenseitig nicht sehen dürfen oder sollen, wenn irgendeiner anfängt, mit dem Classloader rumzuspielen, Class by Name, paff, schon sind die Abhängigkeiten durcheinander und die Sichtbarkeit ist zwar eingeschränkt im Sinne des Containers, ist aber nicht hart, wird nicht hart kontrolliert. Jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen. Wollen wir auch das, also Spring habe ich gerade eigentlich schon beurteilt, was diese drei Aspekte angeht. Sichtbarkeit, gute Idee, aber nicht durchgehalten, was nicht an Spring liegt, sondern was eigentlich eher an dem Packaging liegt. Konzept ist da, aber es ist nicht so gut wie bei Eclipse, sagen wir es mal so. Dynamik, Verwaltung zur Laufzeit, auch das kann Spring, man kann Application Context refreshen, dann ist aber alles, was State hatte, ist dann, also der State verschwindet dabei. Auch angedacht, aber auch mit der Verpackung der Anwendung zum WAR-File geht auch das flöten. Also auch nur so halbgar. Abhängigkeiten kann ich zwar deklarativ angeben, kann sie aber ich kann nicht erzwingen, dass nur die Abhängigkeiten sichtbar sind für die einzelnen Beans. Das heißt, auch das kann ich nicht grün machen. Das ist jetzt jeweils ein gelber Haken. Ich wüsste nicht, ob ich
ob ich nicht gleich ein rotes X hinmachen sollte, könnte man auch sagen, weil alle Anforderungen hat es nicht erfüllt. Die Konzepte sind aber irgendwo da und da ich Optimist bin und sowas auch täglich benutze, habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt halt ein gelber Haken, hätte auch ein gelbes X sein können. Aber auf jeden Fall alles nicht so perfekt. Das heißt, ich habe jetzt eine Anwendung gebaut, in meinem Beispiel, habe dazu Eclipse benutzt und habe festgestellt, Modularisierung in Java funktioniert sogar sehr gut, ist sogar sehr sophisticated. Ich kann da Kardinalitäten und so weiter, die Versionierung, das ist eigentlich mehr, als ich in meinen drei Kriterien mir erwartet habe. Dann benutze ich das führende Full-Stack-Application-Framework, um es umzusetzen, weil ich hier jetzt nicht die Schuld auf Spring schieben möchte, weil wenn ich das mit was anderem gemacht hätte, wäre genau dasselbe dabei rausgekommen, um meine tolle, modular konzipierte Anwendung zu implementieren. Und das Ergebnis ist nur so halbgar. Das heißt, ich weiß, es geht, und ich benutze das Beste, was es gibt, und es kommt trotzdem nichts Vernünftiges bei raus. Und das ist eigentlich der Zustand von Java EE Stand heute. Und das ist eigentlich, wenn man sich überlegt, dass gerade in der Enterprise-Welt das meiste Geld ausgegeben wird, erstaunlich und traurig. Ist aber so. Klar könnte man jetzt dagegen argumentieren, man kann das so machen, man kann das so machen. Kann man alles, aber es ist nicht typisch. Also, wenn ich das, was ich in Eclipse sehe, in der Spring-Anwendung umsetzen möchte bezüglich der Modularisierung, dann verbringe ich sehr viel mehr Zeit damit, das zu machen, als eigentlich meine Business Cases umzusetzen. Und dafür werde ich, so traurig es ist, nicht bezahlt. Wie kann das sein? Also ich frage mich ganz wirklich, wie kann das sein, dass das so nicht zusammenpasst? Oder warum? Warum kommt es nicht zusammen? Warum erkennt das keiner, dass die Technologie ja da ist, ich sie mir aber nicht zunutze machen kann? Und es ist wohl so, dass OSGI ist schon seit ein paar Jahren mehr oder weniger gehypt. Es gab ja auch letztes Jahr schon einen Talk zu Spring OSGI. Da war das in einem Zustand, war nett. Man wusste nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Und die Gründe dafür liegen eigentlich in der komplett unterschiedlichen Geschichte von einerseits OSGI und andererseits Enterprise Java. Muss jetzt gar nicht mal JEE sein, aber alles, was da halt so in dem Bereich kreucht und fleucht. Es ist auch so, viele führende Applikationsserverhersteller, wie zum Beispiel IBM mit WebSphere, ich glaube auch BA mit WebLogic, was jetzt zu Oracle gehört, die benutzen bereits OSGI, um darauf ihre Anwendungen aufzubauen. Das ist auch schön. Aber für mich als Anwendungsentwickler bringt das leider gar nichts. Das heißt, ich kann zur Laufzeit meine WebSphere-Module starten, stoppen, andeployen, hast du nicht gesehen. Das Problem ist aber, dadurch, dass das JEE-konform sein muss, per Definition, mehr oder weniger, können diese Vorteile nicht auf meine Anwendung übergreifen. Es bringt mir nichts. Weil anders als Eclipse, das OSGI Modularisierungskonzept nicht exportiert wird auf die Gastanwendung, sage ich mal, sondern weggekapselt wird von der Anwendung. Und die Gründe sind wahrscheinlich in allererster Linie, es ist verdammt schwer. Es ist verdammt schwer, das, was Eclipse mit der Rich-Client-Plattform gemacht hat, zu wiederholen im Enterprise-Application-Server-Markt.
Und das liegt vor allem daran, dass OSGI eine sehr restriktive Umgebung ist. Das heißt, ich kann eben nicht mit dem Classloader rumspielen, beziehungsweise kann ich das schon, das hilft mir nur nicht. Wir haben hier also zwei unterschiedliche Welten. Zum einen die sehr restriktive OSGI-Welt, die deswegen so restriktiv ist, weil sie eben aus dem Embedded-Bereich kommt, wo das erstens nötig ist, um Ressourcen zu schonen, wo das zweitens auch akzeptiert ist, weil jedem klar ist, ich kann jetzt hier nicht anfangen und in meinem BMW in irgendeinem Modul anfangen jetzt, keine Ahnung, mal die anderen Module zu suchen und mal mit denen rumzuspielen. Rumzusauen, wenn man so will. Auf der anderen Seite haben wir Java Enterprise und da ist genau das gang und gäbe. Das heißt, wenn ich mir was angucke, wie das hochgelobte Hibernate, das lebt einfach von dieser Classloader-Geschichte. Das funktioniert nur dadurch, dass es sich Klassen dynamisch zur Laufzeit laden kann. Das würde anders gar nicht funktionieren. Und das ist nur ein Beispiel. Und das gilt eben für ganz viele Enterprise-Frameworks. Es ist einfach harte Arbeit, jedes einzelne davon OSGI-konform zu machen, wenn es überhaupt geht. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des Vortrags, zumindest zu dem, was in der Überschrift erwähnt wird. Der Spring Source, die Spring Source Application Plattform, ist ein OSGI-basierter Anwendungscontainer plus ein Bundle Repository, in dem ganz viele Enterprise-Bibliotheken in OSGIFizierter Form vorliegen. Dazu gibt es auch noch Tooling, aber das ist für uns jetzt eigentlich nicht so interessant. Das heißt, die Jungs von Spring Source haben sich gedacht, wie kann das sein? Warum machen wir uns nicht die beste Technologie zunutze? Und haben festgestellt, das ist eigentlich ein Henne- und Ei-Problem. Die OSGI-Leute sagen, ja, wir würden ja gerne, aber die Enterprise-Bibliotheken, die machen da alle schmutzige Spielchen mit dem Classloader, damit können wir nicht arbeiten. Und die Enterprise-Frameworks auf der anderen Seite haben gesagt, ja, OSGI ist ja schon gut, das kann ich vielleicht in einer kontrollierten Umgebung kann ich das machen, so wie innerhalb meines Application-Servers, wo ich genau weiß, was da abläuft, aber ich kann es eben nicht generalisieren. Dazu ist mir OSGI einfach zu restriktiv. Und die Spring Source Application Plattform ist, wenn man es genau nimmt, der Versuch, das Konzept von OSGI plus Enterprise Java mainstream-fähig zu machen. Das heißt, das ist mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist auch noch mit Sicherheit nicht wirklich fertig. Aber dadurch, dass jetzt jemand hingeht, sich die Arbeit gemacht hat, zu zeigen, dass es geht und wie es gehen kann, geraten jetzt alle anderen Parteien unter Druck. Und das ist eigentlich das Schöne. Jetzt habe ich hier noch eine Folie, wie das Ding aussieht. Wir sehen also wieder unten drunter Eclipse Equinox, was wir eben schon in der Eclipse IDE gesehen haben. Darüber gibt es jetzt einen sogenannten Dynamic Module Kernel, dem fehlt das E. Dann gibt es zwei Komponenten, der Deployer und das Management, die quasi Teil oder die eigentliche Serverfunktionalität abbilden. Der Apache Tomcat ist embedded. Und oben drüber kann ich noch sehen, dass der Server verschiedene Personalities unterstützt. Aber dazu sage ich gleich noch was. Was ihr in der Mitte seht, der gelbe Kasten in der Mitte, ist im Prinzip der Server. Der ist im Moment noch Beta, sollte eigentlich schon fertig sein seit einem Monat. Ist jetzt bei Release Candidate 1. Das ist, Version 1.0 kommt really soon now. Der wäre aber nichts ohne das Bundle Repository, was ich hier ein bisschen unverhältnismäßig klein daneben gemalt habe.
Das nennt sich offiziell Spring Source Enterprise Bundle Repository. Das ist letztendlich sowas wie ein Maven Repository oder ein Ivy Cache. Nur, dass die ganzen Bundles hier drin liegen, die sind alle OSGI-konform. Das heißt, die haben alle die entsprechenden Manifest-Files, die haben alle sauber ihre Abhängigkeiten deklariert und die wurden alle in eine Form gebracht, dass sie funktionieren. Und das nicht von ihren Entwicklern, weil die gar kein so großes Interesse daran haben, sondern eben von Spring Source. Und auch das wollen wir jetzt unter dem Aspekt der Modularisierung angucken. Es gibt im Prinzip drei Arten von Modulen in dem Ding. Einmal OSGI-Bundles, das heißt, jedes OSGI-Bundle kann ich auch da reinschmeißen, kann starten, stoppen und es sollte laufen. Ich kann OSGI-Bundles zusammenfassen zu Applikationen und die in einem Plattform-Archive verpacken. Das hat Gründe, will ich jetzt nicht groß darauf eingehen, weil die Zeit ein bisschen drängt. Ich kann aber auch Web-Archives, so wie ich sie bisher auch gebaut habe, installieren. Das heißt, wenn ich das tue, dann wird das ganze WAR-File verpackt zu einem OSGI-Bundle. Und danach kann ich es ganz einfach da rein deployen. Das passiert beim Deployen sogar. Und auch das funktioniert. Das heißt, ich habe dadurch, dass eigentlich alles in OSGI abgebildet wird, habe ich sowohl die Sichtbarkeit, die Dynamik als auch die Abhängigkeit implementiert. Hier sind noch ein paar Features, die Spring Source zusätzlich zum OSGI oder quasi im Rahmen von OSGI, aber obendrauf noch implementiert hat. Das eine sind das oberste Import Bundle und Import Library. Das sind Manifest-Direktiven, die ein bisschen kompakter sind. Das ist aber eigentlich nur für Ease of Use, um einfacher mit OSGI arbeiten zu können, weil das mit reinem OSGI recht mühselig ist. Das Platform Archive habe ich eben erwähnt. Und durch das Platform Archive habe ich eben die Möglichkeit, meine Bundles zu Anwendungen zusammenzufassen. Und erst dadurch kann ich auch mal die Enterprise-Bibliotheken, die ich vorhin genannt habe, mit reinweben, aber eben nicht auf alle Bundles bezogen, sondern nur auf meine Anwendung bezogen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in einem OSGI-Container zwei Anwendungen laufen zu lassen, die aber eben nochmal voneinander abgegrenzt sind. Ansonsten könnte ich immer nur eine Anwendung in einen OSGI-Container packen. Und Provisioning ist eigentlich nur das Installieren von Abhängigkeiten zur Laufzeit, um einfach alles, was gerade nicht benötigt wird, gar nicht erst zu laden und damit den Memory Footprint klein zu halten. Weitere Features, Profiles habe ich eben schon erwähnt. Wenn man es vergleicht mit Tomcat, Tomcat ist ein schöner Server, ich kann gut damit arbeiten. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich weiß, was der für Macken hat, ich weiß, wie ich den konfigurieren muss. Das Blöde ist nur, was mache ich, wenn ich mal eine Anwendung habe, die keine Web-Anwendung ist. Wenn ich zum Beispiel nur Message-Driven Beans habe, zum Beispiel, wie verpacke ich die? Und da ist eben das Schöne, in der Application-Plattform habe ich verschiedene Profiles, die noch nicht alle implementiert sind, aber vom Konzept her, wo ich dann sagen kann, das Bundle benötigt einen Tomcat, dann starte mit dem bitte zur Laufzeit. Wenn ich mein Bundle hochfahre, ein anderes Bundle braucht vielleicht was anderes oder eben auch gar nichts. Ist also ein bisschen flexibler als zum Beispiel der Tomcat, der nur als Servlet-Container ausgelegt ist. Dann der Fokus, zusätzlich zu dem Modularisierungskonzept, lag der Fokus bei dieser 1.0-Version auf der Serviceability. Das heißt, das Ding macht noch einiges hinter den Kulissen, um eventuelle Fehler schnell zu erkennen oder Probleme schnell zu erkennen und mir möglichst gute Infos zur Analyse zu geben. So sieht die Roadmap aus für das 2.0-Release. Alles tolle Sachen, die man damit machen kann. Das heißt, irgendwann werde ich die Möglichkeit bekommen, in der Admin-Konsole meine Anwendung bis auf den Bean-Level zu inspizieren
und quasi dadurch die Dynamik, die ich eigentlich in meiner Spring-Anwendung konzipiert habe, auch zur Laufzeit nutzbar zu machen. Dann gibt es eben, wie gesagt, noch weitere Profiles, Clustering, Load Balancing, Caching, alles, was man zwingenderweise braucht, wenn man das Ding ernsthaft betreiben möchte. Jetzt hatte ich eigentlich noch eine Demo geplant, habe aber blöderweise in Eclipse, ich habe praktisch den Eclipse-Plugin-Mechanismus benutzt, um alles auf den neuesten Stand zu bringen. Das Problem ist, der neueste Stand funktioniert gar nicht, deswegen kann ich es euch jetzt leider nicht vorführen. Aber außerdem haben wir eh keine Zeit mehr, insofern ist es nicht so schlimm. Das heißt, das war der Schluss und wenn ihr Fragen habt, würde ich euch die jetzt gerne beantworten. Ich hoffe, wir haben Zeit. Welche Lizenz ist das? Sehr gute Frage. Unter welcher Lizenz ist das ganze Ding? Also ursprünglich war es geplant, den Server unter der GPL Version 3 freizugeben. Das würde heißen, dass die Community damit spielen kann und die Innovation vorangetrieben würde, aber jemand wie Oracle nicht hingehen könnte und sagen könnte, ja, schön, nehmen wir, haben wir jetzt auch. Momentan ist es allerdings so, dass sich herausgestellt hat, wenn man gesehen, das Ding beinhaltet Eclipse Equinox, Tomcat und GPL 3 Code und das passt alles nicht zusammen. Das heißt, da gibt es Lizenzierungsprobleme. Im Moment kann man entweder die Sachen einzeln runterladen und selber bauen oder man kann das Ganze runterladen unter einer Spring Source kostenlosen Lizenz. Aber ich denke mal, Ziel dürfte nach wie vor sein, das unter einer Open Source Lizenz, unter einer viralen Open Source Lizenz zu veröffentlichen. Im Moment ist es noch eine Beta, aber wie gesagt, real soon now wird das Ding verfügbar sein. Also die Frage ist, was ich persönlich davon halte, dass die Abhängigkeiten oder die Beschreibung der Abhängigkeiten ausgelagert wird aus dem Code in zum Beispiel ein XML-File. Jetzt hat XML ja einen denkbar schlechten Ruf, allerdings ist mir das trotzdem noch lieber, als wenn ich es in meinen Code schreiben muss, weil in meinem Code kann ich es im Prinzip nicht so, ich kann es auch noch nicht so effizient beschreiben. Ein anderer Ansatz als XML wäre zum Beispiel Google Juice. Da ist das im Prinzip genauso, aber in Code. Und auch das kann Spring. Das heißt, der Spring Application Context, den kann man auf verschiedene Weisen beschreiben, weil letztendlich ist das ja nur Deklaration. Das geläufigste ist eben XML, ich kann es aber auch in Code machen. Das nennt sich Spring Java Config. Wenn man so will, ist es... Bitte? Ja. Das ist ein schlechtes Konzept jetzt, aber zum Beispiel die praktische Situation, dass man Applikationen hat, die in dem JBoss Application Server laufen und ab bis in der Firma gesetzt ist, dass dieser Server betrieben wird. Ist da irgendein Migrationspfad angedacht oder die Möglichkeit, diesen Container zum Beispiel innerhalb von einem solchen bestehenden Application Server zu betreiben? Oftmals wäre es nämlich so, dass der Betrieb und die Firmenpolitik damit, der wäre damit Mühe getan, dass der Application Server dasteht, dass die ganzen Betriebsmechanismen weiterlaufen, aber man könnte einzelne Applikationen in einem weiteren Container im Übrigen laufen lassen. Also die Frage ist, ob es möglich ist oder angedacht ist, quasi den ganzen Server in eine Anwendung zu verpacken, die dann wiederum in einem anderen Application-Server laufen könnte,
weil der Application Server einfach da sein muss, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob es praktikabel oder weiß nicht, ob es praktikabel ist oder ob man das eigentlich wirklich will. Denn auch die Mechanismen des Application Server, die man ja beibehalten möchte, zumindest pro forma, die würde man auch nur noch pro forma benutzen, weil der kann da dann nicht reingucken. Also ich denke mal, technisch möglich ist es bestimmt. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Es ist oftmals so, dass eben die Mechanismen des Application Servers sowieso nur noch mäßig benutzt werden. Ja. Und das eben zum Beispiel in dem Fall bei uns in der Firma tatsächlich Spring im Application Server schon eingesetzt werden, aber eben genau diese Probleme, die Sie beschrieben haben, zeigen sich auch. Mhm. Und wenn Sie sagen, dass wir ein OSGI-Wandel dazu System wäre wunderbar, wenn man es in die Entwicklung im bestimmten Rahmen, aber der bestehende Rahmen steht absolut nicht zur Debatte und auch in den nächsten 5 Jahren nicht. Also ich denke, technisch müsste es eigentlich ein leichtes sein. Man hat natürlich auch nicht alle Vorteile. Der Vorteil ist ja gerade, man spart Ressourcen und so weiter, und wenn man dann den JBoss hochfährt, dann hat man die Ressourcen schon verbraucht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich ein Pattern ist, was relativ häufig auftreten wird. Dass eben ja. Die Enterprise-Werte werden ziemlich schwerfällig und ja. Wechselt nicht so schnell in Bahn. Das ist richtig. Und zwar auch schwer genug, zum Beispiel eben die Application-Server einzuführen. Ja, klar. Nee, ich denke, das ist definitiv machbar. Ich könnte auch jetzt quasi auch ohne das Ding könnte ich ja in meine Anwendung OSGI-Container einbetten, Equinox, sonstige, und könnte dann im Prinzip dasselbe auch schon machen, nicht ganz so bequem halt. Und mit den Problematiken, mit den Bibliotheken, die ich dann verwenden kann und nicht verwenden kann. Aber im Prinzip, denke ich, spricht da nichts dagegen. Bitte. Ich habe nur das Gefühl, dass die Komplexität, die Ja, ich gebe dir recht, man verschiebt Komplexität aus der Anwendung in die Administration zum Beispiel auch. Das ist richtig. Das ist die Frage, wie man da aufgestellt ist, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte. Wenn ich jetzt eine Riesenanwendung habe und finde darin einen kleinen Fehler, möchte ich entweder, dass der Admin hingeht und ein kleines Modul austauscht zur Laufzeit, vielleicht, oder möchte ich die ganze riesige Anwendung komplett neu bauen und neu deployen? Das ist ja ein großer Unterschied, was das Risiko angeht. Wenn ich nur so viel austausche, dann weiß ich, da kann auch nur so viel schief gehen. Und das habe ich vielleicht auch noch getestet vorher. Wenn ich jedoch die ganze Anwendung neu baue, habe ich ein sehr viel größeres Risiko. Das zum einen. Zum anderen, ich muss dazu auch sagen, ich setze das Ding nicht produktiv ein. Wie gesagt, das ist noch gar nicht fertig. Auch die 1.0-Version wird nicht so sein, dass ich sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt produktiv einsetzen. Vielleicht mal irgendwo, aber nicht jetzt riesiger Rollout. Aber die Entwicklung mit OSGI-Bundles, gerade die Zusammenarbeit in Teams, kann dadurch sehr erleichtert werden, weil es plötzlich die Schnittstellen, gegen die man programmiert und von denen man sonst immer spricht, die gibt es da wirklich. Man muss sich auch dran halten. Und das erleichtert auch quasi das Modularisieren der Teams. Auch da kann ich nicht wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich kenne aber Leute, die im Prinzip nur Eclipse-RCP-Anwendungen bauen. Und da kann ich nur das weitergeben, was ich da gehört habe. Ja, bitte. Keine Anwendung oder nur wenig Speicher, Handys oder sonst irgendetwas.
Da kommt das her, genau. Und das Spring kenne ich jetzt nicht so, weil ich hatte das auch so verstanden, dass es eben auch so, so eine Art JQuery ist, nur eben leicht für mich, dass es nicht mit so viel Overhead. Jetzt dieser Server, der jetzt zusammengemixt wurde, auch so eine Art Server, den ich jetzt auf mein etwas stärker ausgestattetes Handy aufmachen könnte, oder ist das jetzt eben noch ein Server, rein Server-Geschichte? Also auf dem Handy würde ich sagen, treten die Probleme nicht auf, die das Ding versucht zu lösen. Also der, auf dem Handy kann ich OSGI programmieren. Das ist, da ist das auch angemessen. Da kommt das auch her, dafür ist das ja auch gedacht. Und in der Handywelt ist es auch, da wissen alle, dass sie eine sehr enge Umgebung haben. Da beschwert sich auch keiner drüber, dass er nicht Hibernate einsetzen möchte. Also ich möchte Hibernate nicht auf meinem Handy laufen haben. So viel Zeit habe ich einfach nicht. Da tritt das Problem nicht auf. Es ist halt eher so, dass man sieht, das, was ich auf dem Handy zum Beispiel machen kann, das kann ich auf dem Server nicht machen und das ist ein Armutszeugnis. Und das versucht das Ding zu beheben. Ja. Wenn da jetzt eingesetzt, doch, es ist so, es gibt in diesem Bundle Repository gibt es eine Version von Hibernate, die jetzt eben OSGI-konform ist, und die kann ich dann auch einsetzen. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel Eclipse Link funktioniert wohl sehr gut damit. Ich kann natürlich auch JDBC benutzen. Bei den anderen ORM-Mappern weiß ich nicht, was der Status ist, aber da wird es ganz ähnlich sein. Ich weiß noch nicht, ob die Bundles quasi schon fertig sind. Ich sehe jetzt noch nicht genau, wo jetzt tatsächlich Spring noch in diesem Application Server vorkommt. Das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich gebe ich dir da vollkommen recht, Spring spielt eigentlich eine sehr kleine Rolle in dieser Mixtur. Eigentlich geht es darum, die Kluft zu überbrücken zwischen OSGI und der Enterprise-Welt. Es ist aber so, dass der Server selber ist implementiert auf Basis einer Technologie, die nannte sich ursprünglich Spring OSGI und heißt jetzt aus markenrechtlichen Gründen Spring Dynamic Modules for OSGI Service Environments oder irgend sowas. Das heißt, Spring ist quasi auch die Grundlage der Implementierung dieses Servers. Und was ich nicht gezeigt habe, ist, dass quasi auf OSGI obendrauf gibt es quasi nochmal einen Convenience Layer, wenn man so möchte, der es für Spring-Anwendungen einfach sehr einfach macht, darauf zu programmieren. Zum Beispiel hatten wir vorhin gesagt, in Spring werden Beans im Application-Kontext verdrahtet, indem die eben sich gegenseitig referenzieren per Name. Und da gibt es jetzt eben einen neuen Namespace-Handler. Das heißt, ich schreibe da nicht hin Beam XY, sondern ich schreibe da hin OSGI Service XY. Und dann wird quasi die Abhängigkeit nicht aus meinem Application-Kontext erfüllt, sondern aus dem anderen OSGI-Bundle. Das heißt, es macht es sehr bequem, damit zu programmieren. Und der andere Aspekt, der einzige andere ist aber auch ein kleiner Aspekt, ist, dass der Server natürlich so gebaut wird, dass Spring-Anwendungen darauf noch einfacher laufen als andere Anwendungen. Was ich eben gesagt habe, die Admin-Console, die soll eben, dadurch, dass der Server weiß, wie die Anwendung intern aufgebaut ist, das heißt, er weiß, das ist eine Spring-Anwendung, da kenne ich ja die Komponenten schon, ich weiß, was die bedeuten, ich kenne die Semantik dieser Klassen. Zum Beispiel weiß ich, was es bedeutet, wenn da eine Data-Source ist. Oder ähnliches. Schlechtes Beispiel. Aber dadurch wird es dem Server auch nochmal ermöglicht, quasi die Innereien der Anwendung sinnvoll darzustellen. Macht das Sinn? Ja, das ist eher so ein OSGI-Application-Server. Also der Name wäre jetzt passender als ein Spring-Application-Server. Naja, er ist auf Spring implementiert und ist für Spring-Anwendungen konzipiert. Man könnte natürlich, im Prinzip könnte man genau dasselbe machen, was der Kollege eben vorgeschlagen hat. Man könnte eine Anwendung bauen, die nach außen hin Spring ist,
in dem einfach nur die Abhängigkeiten damit definiert werden, die innen drin aber ganz anders implementiert ist. Dann würde ich von Spring nur das nehmen, was ich zwingend brauche, und den Rest könnte ich so machen, wie ich es bisher auch gemacht habe. Insofern ist auch die Abhängigkeit auf Spring nicht so groß. Gibt dir vollkommen recht, das ist, Spring ist eigentlich der kleinere Teil in dem Ganzen. Ja, also was in diesem Enterprise Bundle Repository liegt, das sind wirklich nur OSG-ifizierte Bibliotheken. Das heißt, die haben nichts anderes gemacht, als sich so ein Ding genommen und geguckt haben, was muss ich machen, damit das sauber in OSGI läuft. Thomas. Ich war eben die Rede davon, dass OSGI eigentlich auch nur dynamisch entladen werden können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Spring-Anwendung, ich habe schon meine Dependency initialisiert bekommen, als wunderbar, als da, als reale Klasse. Wie kann ich mir das vorstellen, dass in der Spring-Anwendung ein Modul entladen wird? Und dann die Dependency von außen auf Null gesetzt? Oder wie ist da ganz klar, oder bleibt es da stehen und nur neu angelegte Beams von Spring werden mit dem neuen OSGI-Bundle zu benutzen? Also das ist genau dasselbe Problem, was man in OSGI auch hat. Was passiert, wenn ich eine Abhängigkeit habe und die geht plötzlich weg oder die wird deinstalliert? Es gibt Mechanismen dafür, durch die man damit umgehen kann. Also im Rahmen aus GI ist es der Service Tracker. Ist auch ein bisschen umständlich zu bedienen. Dem kann ich sagen, wenn sich an dieser Abhängigkeit was ändert, dann ruf mich an, also eine Callback-Funktion. Und dann kann ich darauf reagieren, wie auch immer das aussehen kann. Und dasselbe gibt es eben in diesem in dieser Application-Plattform auch. Es ist ein bisschen bequemer, indem ich einfach nur ähnlich wie ich eine binde Init-Method angeben kann, kann ich da eben angeben, keine Ahnung, wie es heißt. Das heißt, der normale Verlauf wäre, als die Setter werden neu aufgerufen und dann kommt so eine Art Post-Init-Methode nochmal, wie gesagt. Nee, das, was in meine Setter reingegeben wird, sind sowieso Proxys. Okay. Die können darin bleiben. Die müssen auch. Das wäre dann, ich glaube, der Mechanismus wäre so, wenn ich die Nachricht bekomme, der Service hat sich abgemeldet und versucht ihn dann trotzdem noch aufzurufen, dann bekomme ich eine Service Unavailable Exception. Aber ich bekomme die Möglichkeit, damit umzugehen, dass sich meine Abhängigkeiten geändert haben. Und damit muss ich dann auch umgehen. Das muss ich in Kauf nehmen, wenn ich möchte, dass das so funktioniert. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Vielen Dank fürs Kommen. Wenn noch weitere Fragen sein sollten, ich laufe hier rum, spreche mich gerne an.